schaue gerade noch raus, wann ich effektiv schneller werde. Ja, ich werde jetzt schon schneller. Dann lassen wir es jetzt mal laufen. Okay. Wer hat jetzt ein Thema? Worüber wollt ihr reden? Da müssen wir einfach ein paar Mal hin und her fliegen und dann klappt das hoffentlich. Entschuldigung. Falscher Forschungspfad, Faktorio und die Konsequenzen davon. Relativ easy. Wenn du mit den Gegnern spielst und vergisst Mauern und Geschütztürme zu erforschen, ist das ein falscher Forschungspfad und die Konsequenzen davon sind, dass du relativ schnell neu anfängst. Es sei denn, du hast sie auf friedlich gestellt, dann fängst du erst neu an, wenn du aus Versehen den ersten Schuss abgibst. Ich hoffe, ich habe dir weiterhelfen können. So, derweil können wir mal gucken, was macht unsere Dyson-Sphäre. Okay, wir haben wieder 20.000 Segel im Orbit. Das heißt, da müssten wir eigentlich wieder aufhören, Sachen in den Orbit zu schießen. Aber es fehlen nur noch 20.000 Segel. 200.000, Entschuldigung. Und nur noch 5.000 Strukturpunkte. Oh, das ist quasi fertig. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich bin guter Dinge, dass wir die Dyson-Sphäre auch heute noch fertig kriegen. Ich habe es ja auch friedlich ab Rot, Grün, Blau gemacht und brauche jetzt dringend Gelb und Lila. Denn ich wollte mit Robots meine Logistik aufbauen. Und ja, aber Logi-Network nicht erforschen. Ergo doof. Ja, kann ich verstehen. Ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wenn man die Logistik auf Robos aufbaut, dass man Robos erforschen sollte oder erkennen sollte. Ich meine, ich baue meine Logistik zum Beispiel gerne auf Zügen auf, weil, keine Ahnung, es sind Züge. Ja, schöner Autosave. Roboter habe ich, Roboports auch, aber ich habe keine Chests. Ah, okay, das ist natürlich ein Problem. Sagen wir es mal so, ich bin zum ersten Mal überhaupt so weit. Dann schon mal GG. Kurze Zeit später kriegst du dann wahrscheinlich auch die Chests zusammen. Ja, am Anfang ist es immer das Problem, so. Ja, ich habe alles logistisch aufgebaut und warum machen die jetzt bitte nichts? Ach ja, ich brauche Chests. Wir sind gleich wieder auf 2200. Wie viel waren wir eben? 2284. Nee, das war der aus Versehen Try, den ich gemacht habe. Wahrscheinlich bin ich da auch hier hin zum schwarzen Loch geflogen und habe es mal angeorbitet. Was übrigens auch ein Archiv gab. Archivment gab. Ja, innerhalb eines AUs geht die Schwerkraft richtig ab. Jo. 2300. Ein bisschen zu weit geworbt. Der nächste Anflug.
Ich hätte eigentlich auch 5 Augen runtergehen können. Oder 4 vielleicht sogar noch. Aber ich könnte auch mal Space Warper nachlegen. Was können wir denn sonst noch so machen? Genau, die Matrizen, die würde ich dann tatsächlich nicht jetzt machen, weil da müsste ich halt alles umbauen und dann wäre der Kram, der halt sonst wie weg. Light an official star on the north and the south pole of the original planet and ice field, Gaddison planet and the eternal night side of a tidal locked planet. Okay, das ist auch interessant, dann brauchen wir erstmal die passenden Planeten. I can see my house from here. Geht Icarus 40 Meter above sea level without entering flight mode? What? Auch sehr gut. Secret of the Universe, upload 1 million Universe Matrix. Upload? Wohin? Wahrscheinlich muss ich sie einfach verbrauchen. Determination, use more than 80k foundations on a waterworld planet. Naja, da haben wir schon 1400 immerhin. Secret of the Universe, uploaded total of 10 million whatever. Lean Mean Cleaning Machine. Use Icarus Garbage Cleaning Function to absorb 50.000 units of iron ingot at the same time. What the heck? Die musst du erstmal rausschmeißen. Okay. Machen wir weiter mit unserem Anflug. Bevor wir weiter gucken. Ja, 2400. Ja, ich glaube, die Slingshots sind tatsächlich die richtige Variante. Und dadurch, dass wir das schwarze Loch hier gewählt haben, kriegen wir da relativ schnell relativ viel Geschwindigkeit hin. Und in dem Moment, wo wir langsamer werden, gehen wir auf Warp. Warpen kurz weg. Und Slingshotten zurück. Darf nur nicht zu nah ran, ansonsten komme ich nicht mehr, kann ich nicht mehr warpen. Ich darf nicht zu weit weg, weil ansonsten kann ich nicht mehr dingsen. Okay. So, was haben wir denn noch? Nice Surprise 5. Obtain 10 Carbon Nanotubes by collecting plants. Okay. Make 20 Organic Crystal by using the original formula, okay. Discover 7 kinds of rare veins and collect at least 10 by hand. Use mineral burial function to bury at least 20. Okay. Cover at least 12 veins with one mining machine. Fill 10 tanks of fluid in a game. Das da ist noch relativ easy. Build 10 wind turbines on a planet with no atmosphere. Auch eine gute Idee. Da kriegt man besonders viel Strom raus. Cover a planet with a foundation. Das ist besonders gut mit der Waterworld. Running on fumes. Manually collect 20 hydrogen with Icarus on a gas giant while energy is at 5% or less. Das wird schwierig. Also für uns jetzt. Slingshot. Nicht ablenken lassen. Ah, das war ein bisschen zu weit. Aber wir sind schon auf 2800. Slingshot ist also genau das Richtige, was wir tun sollten. Und eine Menge Space Warper brauchen. Also fast geschafft. Genau.
in mehreren Weisen. Und ich weiß gerade nicht, warum unsere Technologie nicht weitergeht. Aber gut, das ist ein Thema für wann anders. Na? Schaffen wir es jetzt? Ah. Okay, das war zu wenig gewobt. Nee. Zu kurz gewobt. Schon wieder. Jetzt aber. 2965, 75, 78, 80, 90, 3000. Faster than light. Reach sailing speed auf 3000 Meter pro Sekunde in non-warp transportation. Yes. So, jetzt können wir ja weiter irgendwelche Systeme angucken. Was ist denn mit Inchara los? Yay! Danke dir! Wie viele... genau. Ja, komm, machen wir erstmal die restlichen Systeme. Dann gucken wir weiter. Wie viele sind wir jetzt eigentlich? Ich habe den Faden verloren. 27, 5 noch. Bin ich überhaupt das in dem Modus, wollte ich. Ich wundere mich gerade so, ich kann rauscrollen und rauscrollen und rauscrollen und nichts passiert. Zeta Kelly. Oder Kaeli oder was auch immer. Bei der Gelegenheit. Ja, wir haben eine 100% Satisfaction von unseren von den Sachen, die wir anfordern. Und wir sind bei noch 3000 Punkten und bei noch 20.000 Punkten. So, jetzt müssen es noch 4 Systeme sein. Chiara hatten wir, Arkid hatten wir, Eta Aquile, glaube ich, hatten wir auch. Ich glaube, die Ecke hier haben wir jetzt quasi abgegrast. Dann machen wir mal einen langen Sprung. Ich denke mal, die anderen Sachen, die Forschungsmatrizen pro Stunde und so weiter, das ist eine Sache, wenn man die Dyson-Sphäre fertig hat, weil dann braucht man den Kram eigentlich nicht mehr. Auf der anderen Seite, man muss ihn ja auch irgendwie verbrauchen, um ihn tatsächlich so schnell bauen zu können. Das ist halt schwierig. Aber man hat glücklicherweise diese Endlos-Technologien, wo man sagen kann, so, da habe ich jetzt alles rein und da brauchst du halt den Kram auch tatsächlich. Und ich glaube, da vorne auf dem Planeten sollten wir nochmal zwischenlanden und nochmal nachladen. Die Batterie ist schon alt, die muss täglich nachgeladen werden. So scheint mir. Nicht mehr bei 30 Lichtjahre kann sie hinterher zwischendrin springen. Und ich wechsle mal das Ziel auf dieses System, weil ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Uah. 3000 Meter pro Sekunde ist nicht so leicht zu steuern. Vor allen Dingen, wenn keine Energie da ist zum Steuern. Sehr gut.
Komm, klappt. Schade, da hätte jetzt Wasser sein müssen. Dann hätte ich nämlich das eine Archiv mit auch gehabt. Sehr gut, sehr, sehr gut. So. Schnell eine Ladestation aufbauen. Ja, jetzt fehlen noch drei Systeme. Was haben wir denn da noch? Den hatten wir. What time is it? Find and land on a planet with day and night tidal locking. Da haben wir ja sowieso schon was anderes drin. The sun rises in the west. Find and land on a planet rotating on a reverse axis. Auch sehr schön. Travel to the planetary system farthest from your original system. Da waren wir auch noch nicht drin. Environmental Nightmare, drop 3000 units of Titanium Ingot at once while flying through space. Auch sehr schön. Maximum Efficiency, build and maintain 100 Ray Receivers with a Receiving Efficiency over 85%. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Achieve Matrix Lab Upload Rate von 1 Million Hashes per Second. Fire on all cylinders. Unlock upgrade to decrease the mineral mining consumption rate to less than 15%. Okay, das ist auch wieder so eine Forschungssache. Die kommt dann quasi, wenn man die Forschungssachen machen möchte, weil irgendwann bekommt man halt. Memento, don't disable the landing capsule before completing the game. Damn it. Das ist nämlich eigentlich eines der ersten Sachen, die du machen sollst. Also das können wir mit dem Spielstand hier nicht mehr erreichen. Icarus PhD. Unlock all technologies, upgrade unlimited technology at least once. Gut, das müsste man noch machen. 0.5 Resource Completion. Complete a game on 0.5 Resource Difficulty. Haben wir nicht am Start nicht gehabt. Kann man also nicht machen. Didn't break a sweat. Complete a game with 25 hours on one or less resource difficulty. Ich gucke auf den Stand. Wir sind bei 73 Stunden. Nope. Mission Impossible. Complete a game with 10 hours on what the heck. Die sind ja noch krasser als die Factorio-Dinge. Solar Sale. No thank you. Complete a game without launching a solar sale. Auch sehr schön. Environmentalist, complete a game without using foundations. Alien Mineral Protection Act, complete a game without gathering rare weights to obtain rare ores. Auch sehr schön. No coal, no problem. Generate more than 60 Megawatt of electricity on a planet using wind turbines. Das könnte man tatsächlich sogar mal machen. Wobei jeder von denen tut 300 Kilowatt oder so, naja, das ist halt ewig viel von dem Zeug, was du aufbauen musst. All system are go. Achieve discharge power of more than 300 Megawatt of planet using energy hubs. Energy hubs? Was sind energy hubs? Center brain needs more energy 3. Total power generation of the Dyson Sphere reaches 1 Terawatt. Wenn man unsere mal anguckt, wir haben aktuell 40 Gigawatt. We can make it if we try. Build a Dyson Sphere around a red giant star with a power generation performance of more than 10 Gigawatt. Ja. Universe Factory reach a total power generation of 50 Gigawatt. Puh, da sind schon ein paar dabei. So. Auf zu unserem eigentlichen Ziel. Das nicht
was nicht aktiv ist. Warum auch immer.